What now? Can I go find a bush? I need to pee. Scharfe Mädels, Blutfontänen und inkontinente Drachen. Drakengard 3 ist das wohl japanischste Videogame, das wir dieses Jahr spielen durften. Aber ist der Westen auch bereit dafür? Selbst die Entwickler sind sich nicht sicher und verstecken sich vorsichtshalber unterm Tisch. Mein Name ist Yoko Taro. Ich bin Creative Director. Drakengard gab es bereits vor über 8 Jahren auf der PlayStation 2. Der große Erfolg blieb aus, dafür fand der Mix aus Hack'n'Slay und Flugshooter eine kleine, aber eingeschworene Fangemeinde. Ähnlich erging es dem Spin-off Nier, welches dank frischer Gameplay-Ideen, der abgedrehten Story und Charakteren wie dem sexy Hermaphroditen Keine als Geheimtipp gilt. That's quite the outfit. Rein äußerlich herrschen zwischen Keine und Zero, der Protagonistin von Drakengard 3, sogar einige Parallelen. Zero ist ein sogenannter Intoner, eine vom Himmel herabgestiegene Göttin, welche die Welt mit Gesang regiert. Sie würde nichts lieber machen, als ihre 5 Schwestern brutal abzuschlachten. Doch der Plan geht nicht auf und Zero verliert ein paar Körperteile. Mit Roboterarm und Jungdrache im Schlepptau schwört sie Rache und arbeitet nacheinander ihre Todesliste ab. Eine Schwester nach der anderen. Statt ihrem rechten Auge steckt übrigens einfach mal eine Lilienblüte in Zeros Schädel. Warum sie dort ist, verraten wir aus Spoilergründen nicht. Wie sie aber dorthin kam, ist unserer Meinung nach in etwa so abgelaufen. Komm her, komm her, komm her! Da. Eine Blume im Auge oder ein Roboterarm ist für Japano-Games nicht so ungewöhnlich. Mit der Charakterzeichnung von Drakengard 3 muss man aber erstmal warm werden. Die Dialoge sind vollgestopft mit Schimpfwörtern und Schlüpfrigkeiten. Sexuelle Anspielungen fallen im Sekundentakt. I need 72 straight hours of self-pleasure before I'm ready for combat. Nehmen wir mal diesen alten Tatagreis. Was glaubt ihr ist seine Spezialfähigkeit? Kann er ganz tolle Zauber? Kommt er mit seinen Stelzen an die Kekse oben im Regal? Nein, er hat einfach den größten Schlong der Welt. Und den lässt er auch raushängen. Rein verbal natürlich. Zugegeben, wir sind dem Flachwitz nicht abgeneigt und haben öfters mal geschmunzelt. Leider nutzt sich der Humor schnell ab, denn selbst während der Kampfabschnitte wird ständig gekeift und gewitzelt. Und wenn sich Bruder Maso zum 10. Mal eine Schere ins Gemächt rammen will, dann ist es auch mal gut. Scissors? She has scissors? Oh, you can cause such exquisite pain with scissors. Oh. Richtig schockiert waren wir über die enorme Diskrepanz zwischen den Rendersequenzen und der Ingame-Optik. Die Cutscenes sehen super aus, voller Details und einfallsreicher Bildsprache. Doch sobald die spielbaren Abschnitte beginnen, ist man geradezu baff aufgrund des qualitativen Unterschieds. Von weitem hui, von nahem pfui. Hey, Baby, Probleme mit der Einspritzpumpe oder brauchst du vielleicht einen neuen Kolben? Nee, einen Kolben habe ich schon! Vielleicht sind wir durch die neuen Konsolen und den PC mittlerweile verwöhnt, aber die Grafik von Drakengard 3 ist manchmal echt Gift für die Augäpfel. An allen Ecken hakt es und bei fetten Effekten geht die Bildrate so weit runter, dass man die Frames einzeln zählen kann. Ah, eins! Zwei! Drei! Man merkt deutlich, dass für die Grafik nicht besonders viel Budget übrig war. Es ruckelt, zuckelt und verreißt, dass sich die Balken biegen. Besonders schade finden wir den sehr ausgebleichten Look. Egal ob Wäldchen oder Wüste, statt satter Farben gibt es Schattierungen von Grau. Dabei wäre dieser Punkt leicht zu lösen. Hier die Kontraste etwas anziehen. Da eine Tonwertkorrektur.
Und zum Schluss den Gelbstich entfernen. So. Geht doch. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, ihr macht mich fertig, Leute. Hab ich den ganzen Scheiß erst farblos gemacht? Oder kommt ihr her und macht den ganzen Kram wieder hübsch? Das hat alles schon so seine Richtigkeit. Müsst ihr den Entwicklern nicht sagen, wie alles aussehen soll? Die kriegen das alleine hin. Ja, wie sieht das aus hier in Dresden 45 oder was? Hier, gleich essen, Lapskaus. Oben auf dem Tisch, ja? Hör auf mit dem Zocken. Aber Mutti. Ach, auch egal. Zumindest beim Gameplay gibt es ein paar Lichtblicke, auch wenn diese rar gesät sind. Spielerisch leiht sich Drakengard viele bewährte Elemente der Hack'n'Slay-Konkurrenz. In langen Schlauchleveln haut man Kleinvieh im Dynasty Warrior-Stil kaputt. Große Gegner werden mit Ausweichmoves, Blocks und Kontern nach Art von Dark Souls auseinandergenommen. Funktioniert beides, ist aber kaum anspruchsvoll. Etwas Abwechslung kommt zum einen durch variable Attacken rein, bei denen man mitten in der Combo die Waffe wechselt, und zum anderen durch simple Rätsel und austauschbare CPU-Mitstreiter. Viel zu selten darf man in die Luft steigen und dann mit dem Drachen hilflose Nulpen rösten. Da hätten wir gerne etwas mehr von gesehen. Die Entwickler wussten übrigens ganz genau, dass sie nicht das Gelbe vom Ei abgeliefert haben und machen sich in den Dialogen darüber lustig. Schlechtes Game Design wird aber nicht besser, nur weil man darüber ein paar Witze reißt. I'm not a fan. Of what? Heights? No, just all this stupid precision jumping. Trotz der mageren Optik, den maßlosen Sexwitzchen und eintönigem Gameplay wollen wir Drakengard 3 einen gewissen Charme aber nicht absprechen. Spätestens als nach knapp 10 Stunden der erste von insgesamt 4 Abspänen über den Bildschirm flimmerte, hat uns vor allem die Story irgendwie gepackt. Wer aber einen zweiten Geheimtipp wie Nier erwartet, der wird dezent enttäuscht. Nur weil es ein Nischenspiel aus Japan ist, ist's leider nicht automatisch ein Knaller. Ihr habt gedacht, noch geiler geht's nicht? Falsch gedacht. Jetzt kommt nämlich Watch Dogs. Watch Dogs hat eine lange Historie, denn das Spiel sorgte bereits auf der E3 2012 für ein Raunen in den Spielereien. Wow, das muss dieses Next Gen sein. Zur selben Zeit lag die letzte Konsolengeneration technisch gesehen schon im Sauerstoffzelt. Doch plötzlich bekam man filmreife Grafik zu sehen. Und obendrauf ein erwachsenes Szenario mit topaktueller Überwachungsstaat-Thematik. Nach der 1001. Explosion bei Call of Duty und den fabelhaft animierten Schnürsenkeln bei FIFA war Watch Dogs wie ein Aufwacherlebnis für die Gamerschaft. 2 Jahre später haben wir das Ding endlich bei uns auf dem Tisch liegen. Und nach dem Skandal um die grafischen Unterschiede zum Trailer können wir schon mal Entwarnung geben. Watch Dogs spielt in einem düsteren Chicago der Zukunft, in dem man zum gläsernen Bürger wird. Hast du deine Mama angerufen? Die Stadt ist zu einem voll vernetzten Ungetüm geworden, das den Bürgern elektronisch unter den Rock guckt. Es werden persönliche Daten gesammelt, alle technischen Anlagen werden zentral gesteuert, überall hängen Kameras und noch unglaublicher, das Internet wird zum Ausspionieren und Pornos gucken missbraucht. Surprise, Motherfucker! Ihr seid Aiden Pierce, ein Hacker, der nicht nur Zugang zum besagten Netzwerk hat, sondern es auch zu seinen Gunsten manipulieren kann. Doch irgendwann tritt er mächtigen Leuten auf die Füße und als Konsequenz stirbt seine Nichte Lena und Aiden sieht rot. Schade, denn statt Überwachungsthematik gibt's eine Menge Herzschmerz, obwohl das Thema so viel Potenzial gehabt hätte, wie viele Filme und Spiele zeigen. Angefangen mit dem Klassiker 1984, in dem eine diktatorische Regierung über die Erzeugung von Angst und Schrecken eine totale Überwachung der Bevölkerung rechtfertigt. Oder der Spieleklassiker System Shock 2, in dem die künstliche Intelligenz Shodan eine Raumstation kontrolliert und beim Spieler das beklemmende Gefühl von permanenter Beobachtung auslöst. Und nicht zuletzt die Matrix-Reihe, in der das Thema zu fast philosophischen Ansätzen führte. Alleine macht schön. Nein, das ein Haus, da kann man nicht alleine Häuschen bauen. Da braucht man Hilfen, das geht schönes nicht. Häuschen bauen. In Watch Dogs steht dagegen die persönliche Rachegeschichte von Aiden Pierce im Vordergrund, die zwar sehr gut inszeniert ist und tolle Figuren und Dialoge bietet, jedoch kaum weiter auf die Großer-Bruder-Thematik eingeht. Dabei wäre ein solches Sicherheitsnetzwerk gerade in der Zeit von Facebook, NSA und Snowden ein brisantes Thema und man mag sich kaum vorstellen, was das beispielsweise in einem Land wie Deutschland für Auswirkungen hätte. Meine Bürgerinnen und Bürger, mit dem Superdeutschland-Netzwerk CDOS wird ein Niveau der Staatssicherheit ermöglicht, das sozialistische Werte wieder aufleben lässt.
Du kriegst mir nie wieder dazwischen, ihr Schweine. Wir wissen alle, dass Überwachung dieser Perfektion nicht von heute auf morgen zu bewältigen ist. Mit einem einzigen, unheimlich großen Wurf, alles Private heimlich filmen zu wollen, ist realistisch und ist doch hilfreich. Hilfreich? Wo ist das denn hilfreich? Ey, das ist doch unsere Mutti! Ist ständige Überwachung schlimm? Nein, angesichts der Bilder meines Italienurlaubs werden wir Freude aufbringen. Und uns sonst auf Faustschläge in den Strafprozessen einstellen müssen. Das Deutschlandnetzwerk muss durch eine Firewall vor Angriffen geschützt werden. Und dafür werde ich sorgen, in den beiden Zonen, und da bitte keine Klagen, geben wir es an. Hier habt ihr sie zurück. Das teutonische Betonwunder, ihr kennt sie alle, die Big Mama unter den Firewalls. Spielerisch ist Watch Dogs eine Mischung aus Open-World-Titeln wie GTA 5 und Action-RPGs wie Deus Ex. Das Hacken ist die wichtigste Besonderheit und die Haupt- und Nebenmissionen heben sich dadurch wohltuend von den genreüblichen Gangschießereien und Banküberfällen ab. Seid ihr zu Fuß in den Missionen unterwegs, könnt ihr beispielsweise Sicherheitskameras hacken und so Zugang zu verschlossenen Bereichen erlangen. Bei den kinoreifen Verfolgungsjagden manipuliert ihr Kreuzungen, Brücken und Straßenpoller, um Verkehrsunfälle zu verursachen, die eure Verfolger zurückwerfen. Sogar Haushaltsgeräte lassen sich mit dem Smartphone hacken. In der Realität wäre so eine Hacking-App sicher ein echter Verkaufsschlager. Dein Kumpel hat ein Date mit seinem Girlfriend und du willst lieber saufen? Gib der alten Sau aus! Du musst aufs Klo und einer deiner Friends war schneller? Kein Problem! Obachten-Tittengeil! Selber schuld! Ich glaub nicht mehr aus der Affe! Du bist auf einer Party und keiner will tanzen. Hacke, hacke, hacke. Die Hauptmissionen sind schön abwechslungsreich und originell gestaltet. Wie beispielsweise ein Einbruch ins Gefängnis als Sträfling verkleidet. Nicht bewegt. Man muss oftmals geschickt schleichen und sein Vorgehen wachsamen Auges planen. Auch das Autofahren fühlt sich gut an und genügend Schussgerätschaft gibt's beim Waffenhändler des Vertrauens. Doch bei alledem bleibt ein Wermutstropfen. Die Spielmechanik ist Ubisoft-typisch so dermaßen userfreundlich, dass es nervt. Quasi die Sonderschule für Gamer. Mein Name ist Superidiot. Schleichen, in Deckung gehen, springen. Alles läuft automatisch oder über einen Aktionsbutton, frei nach dem Motto Big Brother is playing you. Und gerade für das Hacken, das man doch eigentlich dosiert und mit Hirnschmalz einsetzen sollte, reicht meistens ein Tastendruck aufs Handy. Ziemlich naives Verständnis von Computertechnik. Du bist also ein Binärzeichen, ein Bit. Ja! Insgesamt fühlt man sich deshalb weniger wie ein Held, sondern mehr wie ein Teenager mit einem Smartphone of Death. Man hackt einfach alles, was man findet. Kamera hacken, Gulli hacken, Automaten hacken, Hecke hacken, Sprengstoff in der Jackentasche eines Vollidioten hacken. Andererseits macht Watch Dogs gerade wegen der simplen Spielmechanik eine Menge Spaß. Durch das integrierte Skillsystem werden ständig neue Talente freigeschaltet. Beispielsweise könnt ihr einen Blackout erzeugen, der kurzfristig den Strom lahmlegt. Ihr könnt eine Zeitlupe aktivieren oder den Skill Helikopter ausschalten wählen, mit dem ihr den lästigen Flattermännern besser entkommt. Irgendwie ziemlich übermächtig. John McClane hat das noch analog geschafft. Du hast gerade mit dem Auto einen Helikopter gekillt. Ich hatte keine Munition mehr. Auch an anderer Stelle scheitert Watch Dogs an seinem Anspruch, erwachsen zu wirken. Selbst wenn wir in der Stadt Amok laufen, Passanten übermangeln, uns deshalb beim spielinternen Rufsystem Punkte abgezogen werden und die Radio- und Fernsehsender über uns meckern, echte Konsequenzen spürt man kaum. Scheiße, schon wieder, Mann! Ah, langsames Arschloch, ja, was? Aiden Pierce. Ja. Ja, das haben sie ja fucking gekriegt, ne? Der ist tot. Ja. Das ist Nummer 273. Ist doch egal. Das gibt dann 2 Punkte Abzug auf der Beliebtheitsskala in Flensburg. Ja, ne? Ist okay. So, bitte fahren Sie jetzt los. Haben Sie sich selbst eingebrockt, ne? Bisschen mehr aufpassen, sonst haben wir keine Passanten mehr in Chicago. Danke, tschüss. Ja? Wow. Die Grafik von Watch Dogs ist ziemlich ansehnlich und punktet mit hochauflösenden Texturen, stimmiger Beleuchtung und regennassen Straßen. Dazu eine super hohe Sichtweite.
Na gut, die Schokohügel im Hintergrund sind doof. Aber hier, extrem realistische Gesichter. Obwohl, kenne ich die nicht aus den Sims? Legt euch nicht mit Niki an. Und dann super viele Autos gleichzeitig. Obwohl, irgendwie nervt das auch. Naja, aber unbestreitbar geil ist das Wasser. Besonders gut finden wir außerdem den Mehrspielermodus Intrusion, bei dem ihr ähnlich wie bei Dark Souls in die Welten von anderen Spielern eindringt und sie beklaut. Natürlich möglichst ohne entdeckt zu werden. Außerdem gibt's ziemlich geniale Minispielchen durch Drogentrips, in denen wir als riesiger Spinnroboter durch Chicago krabbeln oder eher klassisch durch bunte Blumen segeln. Schmeckt ja! Nach Regenbogen. Unser Fazit: Das Open-World-Spiel ist weder die Antwort auf all eure Fragen noch eine Enttäuschung. Aber da Watch Dogs sehr viele gute Ansätze hat, können wir einen Kauf unbedingt empfehlen und warten zufrieden und rallig auf die genialen Nachfolger, die hoffentlich noch kommen werden. Wir machen kurz Werbung und danach kommt ein Ausblick auf Valiant Hearts. Bleibt dran! Dies ist die Geschichte von vier Fremden, die sich aufmachen, einem jungen deutschen Soldaten zu helfen, seine Liebste zu finden. Doch dazu müssen die fünf Freunde das Grauen der Schützengräben überleben und ihrem treuen vierbeinigen Begleiter folgen. Zunächst ist da Emil, ein französischer Kriegsgefangener, der seit dem ersten blutigen Sturmangriff für die Deutschen Kartoffeln schält. Dann haben wir Lucky Freddy, einen amerikanischen Freiwilligen, der keine Gefahr zu scheuen scheint. Anna, die Rose der Gräben, die an der Seite ihrer Jungs knietief in Schlamm und Blut reitet. Nicht zu vergessen George, der englische Pilot, der seine Flugkünste nur vorgetäuscht hat. Und schließlich Karl. Verloren inmitten der Kriegswirren und unsterblich verliebt in Marie, Emils Tochter. Zwischen 1914 und 1918 kämpften, lebten und starben Millionen Menschen in den Schützengräben der Westfront. Einige überlebten, andere nicht. Dies ist ihre Geschichte. Valiant Hearts ist einer dieser Titel, bei denen man es mit einer klassischen Analyse nicht ganz leicht hat. Der beschwerliche Weg fünf armer Seelen und eines Hundes durch den Wahnsinn des Ersten Weltkrieges ist an und für sich ein simpler Mix aus Rätsel- und Geschicklichkeitsspiel. Wie aber auch Telltale's The Walking Dead bietet Valiant Hearts viel mehr als die Summe seiner spielerischen Bauteile. Ubisoft Montpellier hat mit Hilfe der Ubi Art Engine ein stimmungsvolles Schlachtengemälde in 2D erschaffen. So wirkt Valiant Hearts zwar ganz anders als seine Ubi Art Vorläufer Rayman und Child of Light, aber nicht minder faszinierend. Unterstützt durch den großartigen Soundtrack, der stets gerade noch die richtigen Töne diesseits von Kitsch und Pathos trifft, mag man das Spiel von den ersten Minuten an. Schlepp der Vita am Honk! Mit dem halben Dutzend unfreiwilliger Helden bereist ihr über 20 Abschnitte und nutzt dabei die individuellen Talente der Charaktere. Freddy kann Drähte zerschneiden, Anna heilt Verwundete, Vierbeiner Walt apportiert ansonsten unerreichbare Gegenstände. All das hat man vielleicht so schon gesehen, doch bevor zu viel Routine einkehrt, klebt auch schon die nächste tolle Zwischensequenz die einzelnen Passagen zusammen. Valiant Hearts möchte in erster Linie eine Geschichte erzählen und zimmert euch ein eindringliches Plädoyer gegen den Krieg ins Bewusstsein. Wenn ihr zusehen müsst, wie Giftgas binnen Sekunden Menschenleben auslöscht oder als Sanitäterin Anna gar nicht wisst, welchem Verwundeten ihr zuerst helfen sollt, vermittelt dies schonungslos das alles verschlingende Unheil des Krieges. Obwohl Valiant Hearts so ziemlich das Gegenteil eines Shooters oder Actionspiels darstellt, ist der Tod allgegenwärtig. Überall wird gestorben, nichts wird beschönigt, nichts verklärt. Für etwa 15 Euro bekommt ihr mit Valiant Hearts sicherlich nicht das innovativste Spiel da draußen. Aber ihr bekommt ein einzigartig inszeniertes Antikriegsstatement. Voller Leid und Liebe, Leben und Tod. Nicht viele Spiele können sich auf die Fahne schreiben, dass wir von ihnen zeitweise zu Tränen gerührt waren. Krieg nimmt dem Menschen die Seele. Doch Menschlichkeit kann selbst die dunkelste Stunde erhellen. Feuer!
Diese wackeren Herzen erheben sich, kämpfen für Liebe, Freundschaft und Ehre. Bereit, alles zu opfern. Und sei es das eigene Leben. Das war's mit Game One für heute. Und wie fandst du es, Michael? Hat Spaß gemacht? Geht so. Scheiße. Halt's Maul. Oh, Mann.